Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier wieder mal zu einer Sendung vom QS24 Wissenschaftsgremium. Heute haben wir das Thema ausgesucht, und zwar gibt es ja Stoffe, die das Leben retten können, aber solche Stoffe können auch ein Leben beenden. Ich rede hier von Adrenalin und Noradrenalin und darüber möchte ich heute mit dem Herrn besprechen, der sich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Und wer das ist, zeige ich Ihnen gleich nach dem Intro. Ja, das immer wieder. Und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, nämlich der Dr. Med. Kurt Müller. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Gerne, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich meine, erklär vielleicht mal ganz kurz noch überschlagweise Adrenalin und Noradrenalin, was der Unterschied ist für die Zuschauer. Gut, es ist eine Stoffgruppe, die wir als Katecholamine bezeichnen. Und in diese Stoffgruppe gehört das Dopamin noch hinzu, sogar ganz wichtig. Und das Noradrenalin und das Adrenalin. Es sind Stoffe, die wir bei schnellen Stressreaktionen benötigen, wobei das Noradrenalin mehr eine zentrale Wirkung hat innerhalb des Gehirns, während das Adrenalin mehr in der Peripherie ausgeschüttet wird. Wir reden dann immer bei solchen Reaktionen, ich habe eine Adrenalinausschüttung. Eigentlich ist das Noradrenalin für die Steuerung der wichtigere Stoff und auch der, der uns eher die Probleme erzeugen kann. Ich werde das nachher noch ein bisschen genauer detaillieren und darstellen. Ich habe für den Vortrag mal den ketzerischen Titel gewählt, gibt es Diktatoren in funktionellen Systemen des Menschen? Und das gibt es tatsächlich, diese Diktatoren. Und wir brauchen auch diese Diktatoren. Und zwar dann, wenn wir in Not geraten, wenn etwas blitzschnell entschieden werden muss, muss der Körper in der Lage sein, aus einem Ereignis oft in Millisekunden bis Sekunden einen Extrakt zu machen und eine Handlungsebene zu entwickeln, weil wir in außerordentlicher Gefahr sind. Und um das zu können, darf er nicht eine demokratische Diskussion funktioneller Systeme beginnen. Da haben wir viele funktionelle Systeme im Körper. Und wenn der Körper sagt, okay, Leute, es wird gefährlich, wir treffen uns jetzt mal und bereden, was wir zu tun haben, ist es passiert. Mhm. Das heißt, es muss einen Stoff geben, der sich dann nicht mehr reinreden lässt. Und das sind diese Katecholamine, die dann blitzschnell entscheiden lassen. Das Erstaunliche ist, dass sie instinktiv außerordentlich korrekt oft handeln und einen Extrakt machen in kürzester Zeit, den wir durch rationales Überlegen oft nicht hinbekommen. In diesem Moment geht viel bei uns ein, die Erfahrung, die wir haben, durch das Leben gewonnen haben, die Dinge, die wir wahrnehmen. Wir werden darüber sprechen, wir verändern die Wahrnehmungsgeschwindigkeit dann außerordentlich. Was nochmal wichtig ist, ist, dass man sehen muss, dass diese drei Stoffe, Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, so sehr sie in eine Stoffgruppe gehören, einen außerordentlich unterschiedlichen Charakter haben. Das habe ich in dieser Abbildung hier dargestellt. Das Dopamin ist eigentlich ein sehr friedfertiger Stoff. Er macht uns ausgeglichen, er erzeugt uns ein Belohnungsgefühl, Glücksgefühl. Die Drogensüchtigen versuchen oft über Drogen eben das Dopamin anzupushen, um dieses Gefühl sich so zu holen. Bei den Gesunden erzeugt es ein in sich Ruhen und eine motorische Harmonie. Ich sage immer, wer viel geleistet hat, viel Arbeit hatte und am Abend ein gutes Dopamin hat, den braucht niemand loben. Mhm. Den braucht niemand über den Kopf streicheln und sagen, das hast du gut gemacht. Der weiß es. Das Dopamin sagt ihm, Mensch, das, was du heute gemacht hast, das ist dir gut gelungen, sei zufrieden. Mach dir noch ein schönes Abendessen und trink ein kleines Glas Rotwein dazu und lass den Tag ausklingen. Mhm. Das ist so der Dopamin-Charakter. Das daraus entstehende Noradrenalin ist schon ganz anders. Es ist kämpferisch, es ist hochwachsam. Es erzeugt uns in hoher Menge, da ist innere Unruhe angetrieben sein und das Gehirn ist dauernd in Funktion.
Die Menschen können einen Gedanken, der im Gehirn kreist, nicht loswerden. Sie werden ihn erst los, wenn die Sache erledigt ist. Das ist sonst ein ständiges Kreisen von Gedanken im Kopf, im Gang. Und insofern, wenn es keine Möglichkeit gibt, ein Problem zu lösen, schlafen sie dann nicht mehr, bleiben einfach wach, weil dieser Stoff nicht Ruhe gibt, bis eine Lösung da ist. Aus diesem kann sich dann durch einen weiteren Stoffwechselschritt Adrenalin entwickeln, das mehr die Peripherie betrifft. Man ist motorisch unruhig, läuft permanent auf und ab, kann nicht sitzen bleiben, steht wieder auf, ist hastig in der Sprache bis hin eben zur Aggressivität und zur körperlichen Aggressivität. Also diese drei Stoffe sind eng verbandelt und doch sehr unterschiedlich im Charakter. Ich habe dann hier zwei Dinge eingezeichnet, therapeutisches Fenster und Zustand der Gesellschaft. Therapeutisches Fenster heißt, gut ist es, wenn wir relativ gut Dopamin haben, aber es ist auch nicht verkehrt, immer mal etwas nur Adrenalin zur Verfügung haben. Also wenn ich jetzt bei dir hier eine Sendung mache und ich nur auf meinem Dopamin hier rumsitze, wirst du hinterher mit mir nicht zufrieden sein, weil ich zwar mit mir zufrieden bin und glücklich, aber in der Funktion meines Gehirns eher träge daher dümple. Also es ist nicht verkehrt, dann ein bisschen nur Adrenalin dabei zu haben, damit man die Winkel seines Gehirns schnell durchläuft. Leuchtet und auch das herausbringt, was man sagen möchte. Was aber das Problem ist, und das habe ich in der Ovale rechts dargestellt, ist das Problem, wenn ich eine Gesellschaft permanent in diesem Überschuss von Noradrenalin und Adrenalin halte, weil dieser Überschuss einmal sehr stark energieverbrauchend ist, das werden wir nachher zeigen, und es prägt natürlich das Verhalten innerhalb der Gesellschaft. Denn wer dort ist, möchte immer Erster sein. Mhm. Das ist dann der an der Kasse im Supermarkt hinter mir steht und vor mir sind vier Leute und ich weiß, einer nach dem anderen kommt dran und ich kann mir ausrechnen, wann ich dran komme. Und der fünfte hinter mir versteht nicht, dass die vier einfach eine Zeit brauchen und steht dann 10 Zentimeter hinter mir und atmet mir immer heiße Luft in den Nacken, weil er hofft, dass er dadurch schneller an der Kasse ist, als es ist. Das heißt, wir wollen plötzlich alle immer vorne sein, Erster sein. Auf den Autobahnen sehen wir das. Ich bin vor einiger Zeit eine Strecke gefahren, die ging durch Berg und Tal. Und man sah, dass auf allen Spuren es voll war. Und es brachte nichts, ein Auto zu überholen, weil 5 Kilometer... habe ich das ausgelöst? Nö, machen wir einfach weiter. 5 Kilometer war es absehbar, es bringt nichts. Dann wird eine solche Person das dennoch nicht unterlassen können. Hm. Und das ist das Zwanghafte, was dann in diesen Mechanismen steht. Dieser Lebensrettungsmechanismus dieser Stoffe ist im Alltag, wenn wir ihn in einer Situation gebrauchen, die eigentlich die Lebensrettung nicht zur Aufgabe hat oder nicht das Bewältigen einer schweren Situation, natürlich zu völlig absurden Verhalten führt. Oder ein anderes Beispiel, wo es dienlich ist, der 100-Meter-Läufer, der braucht diesen Stoff im Startblock. Wenn er ihn nicht ordentlich produziert, ist er aus dem Startblock 3/10 langsamer raus als die anderen, die ihn haben. Dann hilft's nichts mehr, wenn er gut rennt. 3/10 da verloren, die holt er unwahrscheinlich wieder auf. Das heißt, es hat Vorteile, aber in der falschen Situation gebraucht, hat es auch eine Menge Nachteile. Ich will an dieser Stelle gleich einen Punkt einfügen. Wir kommen noch zu dem Immunologischen. Wenn ich eine Gesellschaft habe, in der eine Pandemie ist und ich permanent Angst, Gefahr und nur Adrenalin und Adrenalin provoziere bei den Menschen, dann halte ich diese Gesellschaft genau in diesem Bereich, wo das Oval ist. Wir werden nachher gucken, welche Auswirkungen das auf das Immunsystem hat. Und das wollen wir ja gerade verhüten. Das heißt, wir erzeugen eine Schwächung über den Fehlgebrauch solcher Rettungsreaktionen und solcher Stressreaktionen, die der Körper als Notwendigkeit braucht, wenn er schnell handeln will. Mhm. Die er aber nicht braucht bei einer chronischen Bewältigung von Dingen. Da braucht er Ruhe. Da braucht er Zuversicht, da ist Dopamin gefragt und nicht Adrenalin ist da gebracht. Und dann ist es so verkehrt, über Angst und Panik die Menschen zu bewegen, etwas zu tun, statt ihnen über Zuversicht und Ruhe das Ziel zu setzen. Und wir haben das auch in der
Kommission der Bundesregierung Anfang der 2000er Jahre hatten wir genau das Gegenteil propagiert, dass man in solchen Krisensituationen versucht, bedächtig vorzugehen, zurückhaltend zu sein in der Formulierung, keine Panikreaktion zu induzieren, weil sie eigentlich kontraproduktiv eben sind. Ursprünglich haben wir angenommen, dass die Stoffe im Gehirn, den Nebennierenrinden und im sympathischen Nervensystem gebildet werden. Neu ist, dass die ganzen Immunzellen, Lymphozyten, da gibt es T- und B-Lymphozyten, die natürlichen Killerzellen, dendritische Zellen, die haben die Aufgabe, innerhalb des Immunsystems bestimmte Stoffe zu präsentieren gegenüber anderen Zellen. Und die Makrophagen, über die wir bei Partikeln gesprochen haben, auch bei Virusinfektionen, dass die alle über diese Stresshormone konditionierbar sind. Das heißt, diese Immunzellen konditioniere ich um dadurch, dass ich einer Gesellschaft permanent Angst und Panik mache. Und da muss ich doch von Menschen aus dem Gesundheitswesen, die dort auch mal studiert und gelernt haben, erwarten, dass ich diese Möglichkeit der Kontrolle und der Beruhigung des Systems eben auch nutze. Und diese Abbildung habe ich nachempfunden einem Buch von Straub in deutscher Sprache, Leitfaden der klinischen Pathologie, Pathophysiologie komplexer chronischer Erkrankungen. Ein Lehrbuch, das schon 2006 erschienen ist. Und da ist dargestellt, wie eben bestimmte Immunzellen Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin selber erzeugen. Und wir wissen, wenn die Noradrenalin- und Adrenalinproduktion hoch ist, dass ich dann die Immunleistung bremse und herunterfahren. Das heißt, ich mindere das System in der Leistung, obwohl ich eigentlich in dieser Situation eine gesteigerte Leistung eigentlich brauche. Mhm. Mhm. In der Lebensrettung ist das Herunterfahren des Immunsystems durchaus sinnvoll, weil ich die Energie für das Handeln brauche und nicht für die Immunaktivierung. Wenn ich das aber Immunaktivierung verbraucht 30% der Energie in einer Nacht. Wenn ich lebensrettend will, darf ich nicht sagen, Immunsystem, du kriegst von dem, was ich gerade brauche, kriegst du 30% ab. Sondern der Körper muss sagen, was muss ich handeln machen, um mir das Leben zu bewahren? Also in der Nordsee muss ich erstmal schwimmen und die ganze Kraft da reinsetzen, wenn das, Schiff gesunken ist. Also ich brauche die Energie ganz physisch. Und da werden andere Energiebedürfnisse abgeschalten. Und drum gibt es diese Schaltprozesse in diesen Systemen eben drin. Was weiter wichtig ist, das habe ich hier dargestellt, das sind die sogenannten Nährstoffergänzungsmittel, die immer so abfällig behandelt werden, als sei das einfach funktioneller Käse. Und das habe ich aus einem Lehrbuch heraus, habe ich diese Folie gezeigt und dann sehen wir, dass die Aminosäure Phenylalanin, L-Tyrosin, dass die wichtig sind, um diese Stoffe herzustellen. Wir brauchen Folsäure, wir brauchen Calcium, wir brauchen Vitamin B6, Vitamin C und Vitamin B12, um diese Systeme in Gang zu halten. Mhm. Und dann sagen alle, was sollen denn Vitamingaben unter hoher Beanspruchung? Das bringt doch alles nichts. Es ist auch falsch, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin sagt, dass es einen festen Bedarf gibt. Wenn ich eine Situation habe, wie die letzten 2 Jahre, wo ich Kinder tagelang einsperre, weil sie nicht raus können, werden sie aufgrund der Stressreaktion, die sie entwickeln, eine erhebliche Bedarfssteigerung solcher Stoffe haben, obwohl sie sonst gar nichts groß machen, einfach aufgrund der Stressreaktion, die dabei abläuft. Ja, und da sind natürlich ganz andere Bedürfnisse da, als wenn ich einen ruhigen Alltag mit allen gewohnten Elementen habe, die mich nicht besonders beanspruchen. Und man erinnert sich vielleicht nochmal an die Stressdefinition, die ich in früheren Sendungen gemacht habe, wo Selye gesagt hat, alles ist für den Körper Stress, was er nicht im Normalbetrieb erledigen kann. Alles. Und das betrifft funktionelle Systeme, das betrifft körperliche Aktion, das betrifft aber mentalen Stress gleichermaßen. Und was haben wir in den letzten 2 Jahren? Diese Elemente permanent betrieben und in der Bevölkerung induziert, ohne zu wissen, was wir dabei
machen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dieses Tetrahydrobiopterin am Anfang, das wir gleich am Anfang brauchen, geblockt wird, wenn Umweltschadstoffe erheblich da sind. Wir hatten das in früheren Sendungen schon thematisiert, in welchem Umfang Chemikalien einwirken. Wir hatten auch eine Sendung gemacht zu den Partikeln. Und wenn die permanent da sind, entsteht im Körper Peroxynitrit und das blockt die Regeneration dieses Tetrahydrobiopterin, das recycelt wird. Also wir verbrauchen es, haben dann die Hydrobiopterin und rüsten die Hydrobiopterin wieder auf zu Tetrahydrobiopterin. Mhm. Ich habe das versucht, medikamentös einzusetzen. Und es gibt im Moment nur einen Anbieter, die Firma Merck. Da liegen die Monatskosten für diesen Stoff leider bei 900 Euro bei dem Preis, den die verlangen. Die wissen, dass sie die einzigen auf dem Markt sind und machen das. Wir sind im Moment bemüht, durch Umgehung des Merck'schen Patents ein neues Patent der Herstellung zu machen, um es der Bevölkerung anzubieten, weil es in Stressreaktionen eben ein so wichtiger Stoff ist, der therapeutisch hilfreich sind. Was hat sich geändert in unserem Leben? Ich habe dieses Leben mit der Kutsche noch erlebt. Wenn ich in der Kindheit mit meinem Großvater aufbrach in der Nachkriegszeit, dann unterbrach er seine Arbeit, um etwas zu erledigen. Es gab kein Auto damals oder nur zwei, drei Leute in der kleinen Kreisstadt, in der ich groß wurde, hatten eins. Ansonsten spannte man ein Pferd vor und fuhr irgendwo aufs Land hinaus. Dann hatten wir Ruhe, dann hatten wir parasympathische Ruhe. Wir waren in der Natur, er hat mir die Natur erklärt, wir hörten die Vögel zwitschern, das Getrappel der Pferde, das hatte etwas Beruhigendes. Wenn ich heute dorthin komme, in diese Gegend, wo ich meine frühe Kindheit so erlebt habe und sie bis heute in guter Erinnerung habe, dann rasen wir, und das habe ich unten mit diesem Sportwagen dargestellt, dann rase ich das, was dort anderthalb Stunden gebraucht hat, in 10, 11, 12 Minuten ab, hin und zurück, und es ist auch erledigt. Das heißt, wir haben eine erhebliche Verdichtung allein über die Geschwindigkeit. Mhm. Geschwindigkeit kontrollieren wir nicht über die Systeme, die wir auf der Kutsche gebraucht haben, sondern für Geschwindigkeit brauche ich schnelle Wahrnehmung, ich brauche schnelles Aufsaugen der Rahmenbedingungen, unter denen ich mich schnell bewege. Ich brauche Wahrnehmung der Komplexität der Dinge. Also wenn ich um den Stachus in München laufe, dann muss ich das Ganze, was sich dort anbietet, wahrnehmen. Und das ist natürlich eine Vielfalt von Informationen im Vergleich zu diesem Bild an der Kutsche. Oder wenn ich meine Tafel nehme in meiner frühen Schulzeit und nehme jetzt das Bild eines Notebooks für einen Schüler in der Schulzeit, dann ist die Informationsmenge auf dem Bildschirm ein x-faches meiner Tafel. Das heißt, wenn ich den Bildschirm verstehen will, brauche ich ein ganz anderes funktionelles System und ich brauche diese Stresshormone, um die schnelle Information und das schnelle Handeln hinzubekommen. Das heißt, wir haben immer mehr gewechselt bei alltäglichen Betätigungen, nicht mehr ohne diese Systeme auszukommen, die wir eigentlich dem Notfall vorbehalten haben. Ja. Und wir arbeiten plötzlich mit diesen Diktatoren unseres Geschehens, immer mit dem Risiko, irgendwo auch in einer Zwanghaftigkeit eben zu landen. Und das habe ich dargestellt über das Tempo, mit dem wir wahrnehmen. Und das ist ein Bungee-Springer. Und mich hat dazu gebracht, diese Bilder zu machen, eine New Yorker Arbeitsgruppe, die sich mit Psychoneuroimmunologie beschäftigte. Und die stellten die Frage, hat der Mensch ein konstantes Wahrnehmungsvermögen für Zeitabläufe? Das heißt, sind wir im Einschätzen von Zeitabläufen zuverlässig gleich? Und dazu haben sie Bungee-Springer genommen und haben die eben erstmals, es waren alles Bungee-Springer, die erstmals springen mussten. Es waren nicht erprobte und geübte. Und die sprangen dann eben von dieser Plattform herunter, kamen auf die Plattform herauf und dann wurden sie gefragt, welche Zeit haben sie gebraucht für diesen Bungee-Sprung, um eben zu sehen, ob die Teilnehmer eben ein gutes Zeitgefühl haben. Und alle haben den Zeitablauf etwa 40-50% höher eingeschätzt, als es tatsächlich war. Also nehmen wir mal, das hat 20 Sekunden gedauert, der Sprung. Dann sind die hoch und haben gesagt, ja, das hat 50 Sekunden gedauert.
Und da waren sie weit weg von der tatsächlichen Dauer. Darauf schlossen diese Forscher aus New York, und das war damals in einem Spiegel-Interview, war das dargestellt, da hatte ich das, schlossen daraus, dass der Mensch gar nicht in der Lage ist, Zeit konstant einzuschätzen. Da sage ich, das war falsch. Der Schluss war falsch. Weil wenn ich dort runterspringe, schalte ich ein anderes System an, nämlich das der Katecholamine. Und diese Katecholamine können Wahrnehmungen raffen wie ein Staubsauger. Der springt jetzt da runter, dann sieht er dort auf der Weide, sieht er eine Kuh, da fährt ein Traktor, da ist ein Wasserfall, da fließt ein Bach, dort fährt ein Auto und dort hängt eine Frau die Wäsche auf und so weiter. Und dann wird eine unglaubliche Menge an Informationen aufgesaugt. Dann kommt er hoch, steht auf der Plattform, dann sage ich zu ihm, wie lange hat das gedauert? Dann lässt er die Informationen durchlaufen, dann sagt er, bei so viel Information hat das wenigstens 50 Sekunden gedauert. Ja, jetzt verstehe ich. Dabei hat er ein Zeitraffersystem gehabt und hat nicht mit seiner normalen Zeitwahrnehmung das aufgenommen. Wir brauchen in der Not dieses Zeitraffersystem. Ich habe das selbst einmal erlebt, als ich bei Schneetreiben ohne eigenes Verschulden auf einer Autobahn als Student ins Schleudern kam, mit einem alten VW Käfer. Ich denke, dass ich über einen glatten Stein oder Eisbrocken gefahren war und das Auto versetzt hat. Es gab jedenfalls keinen Anlass für dieses Schleudern. Ich hatte nicht lenkmäßig etwas gemacht. Wir fuhren alle vorsichtig, umsichtig. Das waren auch Autos, die damals ja nicht schneller als 120 fuhren. Also bei Schnee fuhr man 50, 60. Das ging gemächlich dahin. Jedenfalls brach der VW plötzlich ein. Ich schleuderte auf die Leitplanke zu, dachte ich, krach rein. Das Auto drehte sich um 180 Grad vor der Leitplanke und ich schleuderte durch den dreispurigen Verkehr zwischen den Autos durch und touchierte keins. Auf der mittleren Fahrbahn war ein gelber Lotus, der kostete damals etwa 60.000 D-Mark. Das war die Zeit, da hatten meine Eltern das erste Haus gebaut, das hat damals 120.000 D-Mark gekostet. Also da fuhr ein Auto auf mich zu, das halb so teuer war wie das Haus meiner Eltern. Also dachte ich beim Vorbeischleudern, Teufel, das wird jetzt aber teuer. Ich kann mich genau erinnern an die Personen, die drin saßen, ein paar, eher so ein bisschen ein Typ wie der Schwimmer Mark Spitz, manche werden sich an den erinnern, mit einem Schnurrbart, das dunkle Haar, sie, eine Frau mit blonden, langen Haaren, vielleicht 4 Jahre jünger, beide schauten mich mit völlig entsetzten Augen aus dem gelben Lotus an und ich habe ihn Gott sei Dank nicht berührt, blieb dann auf der dritten Spur stehen. Und quer dazu, und da kam ein LKW, dann tat ich den Rückwärtsgang rein und kam vor dem LKW noch weg. Das Ganze hat gedauert 2-3 Sekunden. Ich könnte heute einen Spot drehen lassen. Bis heute ist mir das wie ein Film eingebrannt in das Gehirn, weil ich ein solches System angeschaltet. Ich kann die Autofarben genau mich erinnern. Ich kann die einzelnen Rücklichter, auf die ich zufuhr, genau erinnern. Das ist gespeichert unauslöschlich bis zu meinem Lebensende. Ja, und das zeigt, was diese Systeme dann in kurzer Zeit aufnehmen können müssen, auch um uns zu retten. Mhm. Was sie aber auch nicht locker lassen dann, wenn sie eben in solche Funktionen eben kommen. Und bei der Fülle an Informationen, die wir jetzt haben, die wir immer aufpassen müssen, dass dieses nicht passiert, dass jenes nicht passiert. Ich denke mir es manchmal bei der Beschilderung von Straßen. Da geschehen völlig absurde Dinge. Da wird dann von 70 auf 80 für 300 Meter geändert. Dann ist nach 300 Meter wieder 70 und so weiter. Ja. Das sind Dinge, die sind physiologisch völlig absurd und wir müssen einmal nachdenken, was wir machen. Jetzt, was geschieht heute im Alltag? Das habe ich auf dieser Grafik dargestellt. Eigentlich sollten wir durch den Alltag gelenkt werden, durch diese türkise Linie im Zentrum, die so geschwungen nach unten verläuft. Denn das ist das Cortisol, der nächste Stoff für die Stressreaktion. Das Cortisol hat einen relativ konstanten Verlauf bei uns im Körper. Morgens am besten da, drum early to bed and early to rise, was der Engländer in diesem Spruch sagt, ist sinnvoll. Wir sind eigentlich normalerweise morgens, es gibt den Morgenmuffel schon auch, aber die Mehrzahl der Leute hat morgens die beste Schaffenszeit. Die mediterranen Leute tun, was in der Mittagszeit ist, denn wir haben ein Leistungsverhältnis.
Belastungstief in der Mittagszeit. Das haben Sie in Ihrem Lebensplan drin. Wir in Mitteleuropa überhaupt nicht. Wir tun so, als gibt es das nicht. Dann kommt es am frühen Nachmittag wieder zu einer Leistungssteigerung, die dann bis zum Abend konstant abfällt. Dann sollten wir uns zurückziehen, ein schönes Abendessen, noch ein Gespräch zusammen am Tisch, ein bisschen Austausch und ein Gläschen Wein darf dabei sein. Und dann ist Feierabend. So ist es geplant. Der Tag ist nicht mehr so. Es wechseln ständig die Beanspruchungen und für diese ständig wechselnden Beanspruchungen brauchen wir die Katecholamine. Und ihre Freisetzung erhöht den Energiebedarf sehr. Den Patienten habe ich es immer erklärt, wie den Überholvorgang beim Autofahren. Katecholamine sind Überholvorgang. Ich will etwas beschleunigen, ich will schnell. Also geschieht es wie beim Autofahren auch. Ich gebe Gas. Und wenn ich im Körper Gas gebe, braucht auch der Körper mehr Energie, wie das Auto mehr Treibstoff verbraucht. Also setze ich massiv mehr Energie frei. Das Ziel soll sein, wie beim Autofahren, wenn ich überholt habe, gehe ich von dem dritten hochtourigen Gang wieder in den fünften, sechsten, der hat nur 2000 Umdrehungen und dann fahre ich wieder energiesparend weiter. Mhm. So will der Körper das auch. Er braucht aber für das Runterfahren wieder Energie. Das heißt, wir haben alle so das Verständnis, Runterfahren ist entspannen, die Flügel hängen lassen und das sich selbst überlassen. Das ist nicht der Fall. Runterfahren bedeutet wieder Energieverbrauch. Und so du hast Stoffe produzieren, die das Runterfahren erst ermöglichen, oder? Genau. Gut. Ich brauche Energievorrat, um runterzufahren. Und diesen Prozess mache ich bei Tag 5, 6 Mal. Immer rauf und runter. Und jedes Mal brauche ich Energie für rauf, ich brauche Energie für runter. Und dann habe ich natürlich in einer solchen Tagesbilanz eine ganz andere Energieabschöpfung, wie wenn ich den Tag weitgehend über die Cortisolachse eigentlich regle und diese Katecholamine nur bei wirklicher Bedrohung einsetze. Und die Katecholamine sind ein Alltagsstoff geworden. Das hat soziale Folgen. Wir verhalten uns als Gesellschaft anders. Wir kämpfen um jeden, um jede Kleinigkeit. Ja, an der Wühltheke muss ich vorne dran stehen, sonst geht es gar nicht anders. Das heißt, wir haben Katecholamine wollen Erster sein. Die wollen Gewinner sein. Die wollen sich durchsetzen. Die wollen Ellenbogen gebrauchen. Mhm. Ja, und wenn ich eine Gesellschaft permanent in diesen Ellenbogen hineindrücke, dann wird sie auch so leben. Mhm. Katecholamine machen egozentrisch. Die wollen, in der Not muss es sein. Ich kann in der Nordsee nicht anfangen zu überlegen, wie rette ich andere, wenn ich selbst in Lebensbedrohung Klar. bin. Ich muss anfangen, egoistisch zu sein, um das eigene Leben zu schützen. Da ist das gerechtfertigt. Aber im Alltag hat das einfach nichts verloren. Dann gibt es Menschen, die die Katecholamine stärker ausschütten. Was Positives sind schlanke, asketische Menschen, ausdauernd, Siegertypen. Sie haben interessierte Zuwendung, sind vielseitig, hohes Tempo, Redebegabung, Sprachbegabung, schnelles Verstehen komplexer Zusammenhänge. Negativ ist, die können hager bis kachektisch und anorektisch sein. Keine Erkennung von Grenzen. Ich sage immer, Sie erkennen die rot blinkende Warnlampe in Ihrem Armaturenbrett nicht. Das blinkt und Sie fahren trotzdem weiter auf Höchstleistung. Sie können nicht verlieren. Das heißt, im Sportbereich werden Sie im Fußballspiel, wenn der Gegner vorbei ist, in die Hacke treten. Weil nichts ist schlimmer, dass einer besser das Ganze macht als man selbst. Sie können nicht gut verlieren. Sie sind eher Einzelkämpfer. McEnroe ist so ein Spieler gewesen. Ja. Im Einzelwettkampf ist das durchaus ein dienliches Element. Im Teamsport eher nicht. Sie sprechen hastig, haben Redefluss, fallen ins Wort, weil sie oft wissen, was wird der andere gleich sagen. Dann hören sie sich drei Wörter an, dann sind sie schon dazwischen, können nicht zuhören und können die Entwicklung von Gedanken anderer, die etwas zu sagen haben, nicht abwarten. Es ist leider im Leistungsbereich, auch im politischen Bereich, findet man viele solche
Personen, auch unter den deutschen Moderatoren sind einige. Ich habe das verglichen, wann habe ich das von Personen behauptet, dieses Element, und wann habe ich es dann messtechnisch nachgewiesen. Und da war eine Übereinstimmung von 91% der Untersuchten. Also bei 91%, wo ich gesagt habe, das ist so, war es dann auch tatsächlich der Fall. Und diese Unterschiede der Leistungsfähigkeit durch Stress sind auch nochmal bei den Geschlechtern gegeben. Ich habe hier mal dargestellt, wie das beim Mann ist. Und der Mann kann die Leistungsfähigkeit über Stressreaktion vergleichsweise lang steigern. Die Dauer hängt von einem Gen ab, das nennt man COMT-Gen, Katecholomethyltransferase-Gen. Das ist für den Stoffwechsel dieser Katecholamine erforderlich. Und da gibt es drei Typen, das sind die Blöcke unten. Und je langsamer die Person die Katecholamine abbaut, desto länger bleibt sie leistungsfähig. Mhm. Jeder hat sein Punkt des Kippens. Ich vergleiche das mit dem Drehmoment des Autos gerne. Das Drehmoment steigert bis zu einem gewissen Punkt die Leistung. Wenn ich über den optimalen Punkt hinaus drehe, fällt Leistung wieder ab. Das ist beim Menschen eigentlich ähnlich. Und da hat eine Frau Kubisch, die aus dem Bereich der Sportmedizin kam, an der Universität Ulm etwas Interessantes gezeigt. Sie hat nämlich gezeigt, dass das bei Frauen andersherum ist. Bei Frauen bringt die ständige Steigerung von Stress führt viel schneller zu einem Leistungsabbruch als bei Männern. Und eigentlich hat sie in ihrer Publikation nicht ohne weiteres erklärt, warum gibt es denn diesen Unterschied? Warum steigert die Frau nicht auch weiter? Und man wäre jetzt geneigt, das negativ zu interpretieren. Frauen sind weniger belastbar. Nein, das ist gar nicht der Punkt. Ich denke, ich habe auch eine gute Erklärung für diesen Punkt gefunden. Bei Frauen ist es so, dass dieser Stresshormonstoffwechsel in den Östrogenstoffwechsel auch eingreift. Und Östrogene werden dann verstärkt in sogenannte Katecholöstrogene umgebaut. Und diese Östrogene wirken nicht mehr Östrogen, sondern wie Stresshormone. Das heißt, die Frau fährt im Prinzip die Stressreaktion viel stärker und schneller nach oben und kommt schneller an den kritischen Punkt, wo die Leistung wieder kippt. Das müsste eigentlich Konsequenzen für den Sportbereich oder den allgemeinen Leistungsbereich sein. Das heißt, Frauen müssen die Leistung in ruhigerer Umgebung machen. Ich muss das Trainingsprogramm von weiblichen Sportlern der Frau anpassen und nicht Männerprogramme hernehmen. Ich nehme mal als Beispiel die Skifahrer, die auf dem gleichen Gletscher trainieren. Da sind die Männer, die fahren den Slalom, da fahren die Frauen einen Slalom. Nun ist bei den Frauen eine dabei, die ist besonders begabt und besonders toll. Da sagen die Trainer der Frauenmannschaft, Mensch, komm, wir nehmen die mal rüber zu den Männern, dann pushen wir die noch ein bisschen, guck mal, was die alles fertig bringt. Und nichts ist dümmer als das. Denn ich setze sie in die Stressreaktion der Männer mit hinein. Und damit beginne ich ihre Leistung nicht zu optimieren, sondern sie zu mindern. Das heißt, wir müssen personengerecht Leistung versuchen zu optimieren. Und das gilt natürlich für den Alltag umso mehr und nicht nur für den Sportbereich. Wir haben aufgehört, solche biologischen Unterschiede, die ja da sind, sinnvoll da sind, dass wir die eben auch funktionell wirklich gut nutzen und die Vorteile des einen und des anderen eben umsetzen. Das ist nicht ein Nachteil bei der Frau, sondern das ist eine Schutzfunktion bei der Frau, dass das eben so einsetzt. Und wenn ich das Ganze optimieren will, muss ich dort anders verfahren als in der Männergruppe zum Beispiel. Das sind interessante Details. Ein wichtiges weiteres Problem, was heute bei uns ist, ist die Methylierungsproblematik im Stresshormonabbau und in der Funktionsaktivierung des Parasympathikus spielt der Stoffwechselprozess der Methylierung eine große Rolle, auch für die DNA-Anschaltung. Und die Methylierung wird aber auch gebraucht fürs Entgiften. Dafür war sie eigentlich so gut wie kaum vorgesehen. Die Methylierung wird aber zur Entgiftung der chlorierten Kohlenwasserstoffe gebraucht. Mhm. Das heißt, wenn ich eben diese Stoffe in der Atemluft zum Beispiel habe, wie wir es ja reichlich den Menschen angeboten haben,
verbrauche ich plötzlich diesen Methylierungsprozess, der so für die Stressreaktionskontrolle gebraucht wird, für die Entgiftung chlorierter Kohlenwasserstoffe. Wenn ich diese Population jetzt unter Stress setze, hat sie die Methylierung zur Stresskompensation nicht mehr so zur Verfügung. Das heißt, das Methylierungsdefizit, das dann da ist, führt dazu, dass wir den Stress sehr viel schlechter kompensieren können. Darüber wird überhaupt nicht nachgedacht. Diese Menschen gehen mit Stress anders um. Für die DNA-Schaltung wird Methylierung gebraucht. Und ich habe für die einzelnen Rubriken immer die frühere, etwas tiefer blaue große Scheibe genommen. Wir hatten für DNA viel Methylierung zur Verfügung, jetzt wenig. Wir haben für den Noradrenalinabbau unten links viel Methylierung zur Verfügung. Das heißt, wir konnten die Wucht dieses Stoffes gut kontrollieren. Da haben wir wenig noch, weil wir Methylierung anders verbrauchen. Wir hatten für den Aufbau des Cholins, was wir für den besänftigenden Parasympathikus brauchen, hatten wir viel Methylierung zur Verfügung. Das heißt, wir konnten gut runterregeln. Jetzt haben wir wenig. Das heißt, Gas geben können wir gut, bremsen können wir nicht mehr gut. Und so sehen wir, wie Dysbalancen in diesem System Mensch auf diesem Weg entstehen und wie die Interaktion mit der Umwelt natürlich auch bei der Stressreaktion und bei der Kontrolle unseres Diktators, über den wir am Anfang gesprochen haben, einfach die Kontrolle verlieren. Und das passiert dann. Das heißt, wir steigern dann unter Stress immer nach oben. Die dieses Gen des Abbauens schlechter haben, in den Hintern beiden sollen, steigern sehr viel stärker. Und dann hat das Einflüsse auf die Immunleistung. Ich habe oben drüber die einzelnen Immunleistungen, die sinken. Der Energieverbrauch nimmt erheblich zu. Mhm. Das ATP sinkt im Organismus. Mhm. Und dann kommen Elemente dazu, bei dieser Steigerung wie Aggression, Phobien und Panik. Die Schmerzreaktion kann sich verändern, die Lärmempfindlichkeit. Die Leute halten plötzlich Lärm nicht mehr aus, weil das System schon permanent in Überbeanspruchung ist. Und die einzelnen Stressreaktionen pro Tag addieren sich bis zu einem Maximum, wo dann das Ganze nicht mehr kontrolliert wird, wo dann auch körperliche Gewalt ausbrechen kann. Und was besonders wichtig ist, im Körper steigt die Produktion von Interleukin 10. Und jetzt hat sich gezeigt, in den neuesten Forschungen sind gerade zwei Arbeiten erschienen, dass bei Interleukin 10 Expression die Covid-19-Infektion besonders schwer verlaufen sind. Das überrascht mich nicht. Ich sage, seit Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts weise ich darauf hin, dass immer, wenn wir Interleukin 10 vermehrt im Körper exprimieren lassen und das verursachen, dass wir dann mit den Virusinfektionen generell, das hat nichts nur mit SARS-CoV-2 zu tun, sondern das hat generell mit Infektionskrankheiten zu tun, dass wir dann größere Schwierigkeiten haben. Ich habe hier zusammengefasst, was immunologisch passiert. Die T-Helferzellen sinken ab, die immunsupprimierenden T-Helferzellen 2 steigen an, der Energieverbrauch ist hoch, Tyrosin für die Kontrolle der, für die Entwicklung und Anpassung der Stressreaktion nimmt ab. Die Bildung des so wichtigen, für die Mitochondrien wichtigen Stoffes Ubiquinon sinkt und die Stressreaktion kann durch ATP-Mangel nicht gelingen. Wir können diese Stressreaktion messen an der Herzratenvariabilität. Das sehen wir hier bei den Pulsvariationen. Die soll wie eine Parabel sollen, diese sollen da stehen. Das sind meine eigenen Säulen. Und das ist dann die Situation bei Menschen unter Stress. Der Herzschlag variiert nicht mehr. Er hat nur noch 2 Abstände des Herzschlags. Das Herz arbeitet wie eine Maschine und ein Motor und setzt den Körper unter diese Diktatur. Das obere ist, bin ich wieder selbst, das sympathische Nerv und der parasympathische sehr ausgewogen nebeneinander, eine ruhige Pulsfrequenz unter 70 in Ruhe. Und so sieht das dann aus, wenn Menschen unter diesem Druck des sympathischen Nervensystems sind. Und das unten sieht so aus wie knapp dreimal so viel wie bei mir. Das ist eine logarithmische Skala und das ist, glaube ich, 34 mal so viel Sympathikus, wie ich es bei mir selbst habe. Dann sieht man, wie solche Menschen unter erheblichen
Druck sind, dem sie sich nicht mehr befreien können, der auch Handlungszwänge eben erzeugt. Und keine Reparaturprozesse sind mehr möglich. Oder? Und Immunsystem bremsen, wie wir das am Anfang gezeigt haben. Mhm. Und dann verlaufen natürlich solche Infektionskrankheiten ganz anders. Staub hat das in seinem neuen Buch, ein englischsprachiges Buch, dargestellt. Und er zeigt in der ersten linken Hälfte, dass wenn die endokrine Funktion der Hypophysen-Nebennierenachse parallel läuft mit dem sympathischen Nervensystem, bleiben wir gesund. Und wenn die beiden Systeme dissoziieren, wir sehen das an dem roten Anstieg des Sympathikus nach oben und an dem Abfall der Olivenkurve nach unten, dann beginnt eben Krankheit bei den Menschen. Dann kippt noch unten der blaue Parasympathikus weg. Und dann ist die Situation der erheblichen Gefährdung da. Der Körper erzeugt freie Sauerstoffradikale. Das ATP sinkt erheblich ab und damit sind dann unsere Waffen bei Infektionskrankheiten außerordentlich schlecht. Also das Letzte, was sinnvoll ist, ist das, was wir gemacht haben. Die Gesellschaft permanent über neue Zahlen jeden Tag mit Angst zu versorgen, mit Stress zu versorgen, sie zu torpedieren und keine Aussichten an den Horizont geben und keine Perspektiven ihr geben. Und wenn der Körper dann völlig verausgabt ist, dann kommt die Situation, wo das sympathische System abbricht, der Parasympathikus uns lahmlegt. Das sind erstmal Situationen, wo der Mensch nicht mehr aus dem Bett aufsteht. Der hat bis gestern Abend noch funktioniert und am Morgen denkt die Frau nach, was ist denn? Er kommt zum Frühstück nicht mehr. Dann geht sie hin und sagt, du musst doch aufstehen, es geht gleich los. Sagt er, ich stehe nicht mehr auf, ich bleib liegen. Und das ist dann auch das System, wo der Körper anfängt aufzugeben. Und diese Situation habe ich hier dargestellt bei verschiedenen Personen. Was treibt den Sympathikus an? Die vorderste Säule, bin ich die ganz flache, bin ich selbst als Kontrollperson, also wenig sympathisches Nervensystem, so viel, dass ich funktioniere, aber nicht übertrieben. Darüber ist dann eine Person, die dieses Stresshormon abbauende Enzym auf beiden Genen nicht funktionieren hat. Das ist das mit 34,6. Da sieht man, dass der Sympathikus deutlich heftiger arbeitet. Dann ist darüber die dritte Säule eine Person mit einem Pankreaskarzinom. Und da sieht man, dass der Sympathikus massiv arbeitet. Und die letzte ist eine Person mit der Genetik wie die zweite Person, die außerdem ein Medikament bekommen hat wegen einer Psychose, dass die Noradrenalinfreisetzung erheblich hochfährt. Diese Frau ist tagelang auf dem Gang der Station auf und ab gelaufen und es war nicht abzustellen. Am Schluss hat sie sich selbst entlassen, hat gesagt, Sie müssen das doch mal was für mich tun. Ich kann doch hier nicht tagelang auf und ablaufen. Da hatte der Oberarzt zu ihr gesagt, wenn Sie nicht das tun, was wir hier sagen, dann gehen Sie eben nach Hause und suchen sich einen anderen Arzt. Dann kam sie zu mir und dann haben wir das innerhalb anderthalb Tagen abgestellt. Oh, aber dem Tumorkranken muss ich diesen Sympathikus lassen, der kämpft um sein Leben. Der unter Psychose agitiert laufenden Frau muss sich abstellen, sonst verbraucht sie ihren Energiepool zu Ende. Das heißt, das Handeln ist ganz verschieden. Auch die in der zweiten Säule muss ich eher herunterregeln. Bei mir brauche ich natürlich nichts tun. Und hier habe ich dann den Parasympathikus dargestellt. Das erste ist meiner. Also viel Ruhe, viel Gelassenheit. Die anderen haben so gut wie keinen Parasympathikus. Also wir müssen sehr genau überlegen, wann greifen wir ein. Das heißt, Stresskontrolle, Kontrolle der Katecholamine schafft Ausgewogenheit auch in den Immunsystemen, Ausgewogenheiten in der Hirnfunktion und natürlich Ausgewogenheit in Krisensituationen. Was wir machen, ist das Gegenteil. Und wir haben es nie deutlicher erlebt als in den letzten beiden Jahren. Wir wissen medizinisch so viel darüber und wir handeln so wenig danach. Es ist wieder ein Beispiel, wo einfach Kompetenz nicht eingeholt wird, wo auch bereits Geschriebenes zu dieser Thematik nicht beachtet wird. Denn eigentlich hat die Bundesregierung Grundlagen dafür geliefert bekommen. Und in der Risikokommission der Anfang 2000er Jahre wurden die Dinge ganz anders empfohlen, als sie jetzt gemacht wurden. Und so sehen wir, dass in
diesem Diktator viel Kraft steckt, aber auch Risiko. In der aktuellen modernen Zeit neigen wir dazu, das Risiko zu favorisieren und den Chancen, die darin auch liegen, zu wenig Kraft und Energie zu belasten, dass wir es dann einsetzen, wenn wir es wirklich brauchen, in diesen Situationen unabdingbar, dass wir es aber auch dann lassen, wenn es unnötig ist. Wenn wir da ein bisschen besser überlegen würden und auch die Kenntnisse nutzen, wären wir wie immer besser aufgestellt. Du hast jetzt gar nicht erwähnt, dass man natürlich in diesem ganzen Stress auch jede Menge Mikronährstoffe viel mehr frisst und irgendwann kommt natürlich ein Puzzlestein zum nächsten, oder? Naja, ich hatte es angesprochen mit dem ATP-Verbrauch. Nun wäre ATP-Verbrauch wieder ein Thema für sich. Ja. Darum habe ich das an dieser Stelle ein bisschen herausgenommen, weil man braucht dann zu viel Zeit für das Detail auch. Und nur mit aber wenn ich noch bei dem Bild Stress bin, ist es ja auch ein großes Aufklärungsproblem auch des Volkes. Denn ich kenne so viele Leute, die haben den Stress den ganzen Tag. Und was machen sie abends? Nicht das Gläschen Rotwein, sie gehen ins Fitnesszentrum oder machen Sport, oder? Bin ich dir dankbar für diesen Hinweis, denn es ist so, und dieser Fehler wird weit verbreitet gemacht, es ist so, dass bei viel Stress gedacht wird, ich brauche heute Abend viel Sport, weil ich habe ja viel Stress gehabt, um runterzukommen. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Stressbelastung verbraucht Energie wie Hochleistungsausdauersport. Also nicht so sehr wie ein 100-Meter-Lauf, sondern der Verbrauch ist ähnlich dem Marathonläufer. Mhm. Das heißt, der ATP-Pool ist nach einem Tag mit viel Stress ähnlich leer wie beim Zieldurchlauf des Marathonläufers. Der 100-Meter-Läufer, der fällt auf die Wiese, aber nach 10 Minuten steht er beim Interview da, als sei nichts gewesen, weil der Energieverbrauch so gering war, dass er ihn schnell regeneriert. Mhm. Der Marathonläufer muss jetzt mal 3-4 Wochen wenigstens Ruhe geben im Training, damit er anfängt, wieder eine Basisversorgung an Energie aufzubauen. Dass der Stress sich so verhält wie Marathon, ist zu wenig bekannt. Jetzt gehe ich abends hin mit dem leeren ATP-Pool und fange noch an, Sport zu treiben. Dann mache ich das endgültig leer. Ich habe das bei Leuten von der Börse erlebt, diesen Fehler. Denn man erinnert sich bei den Börsenbildern früher von Frankfurt aus der Börse, da sah man die ja so als Traube beieinander stehen. Die neuen Bilder sind jetzt anders, aber man sah sie stehen. Da dachte man, die haben es aber gemütlich, die stehen da nur beisammen, plaudern so ein bisschen und haben ein Handy in der Hand und verdienen großes Geld. Das ist weit gefehlt. Die müssen hochwachsam jede Bewegung auf den Bildschirm beachten. Die müssen die internen Zeichen des Verkaufs, willst du kaufen, nicht. Das heißt, die brauchen diese Systeme extrem. Nur sie tun körperlich dabei nichts, sondern das spielt sich alles im Körper ab und im Gehirn ab. Das heißt, der Energieverbrauch ist massiv. Dann hören die abends auf. Dann denken sie, jetzt bist du den ganzen Tag nicht rumgelaufen, nur da rumgestanden und hast nur so ein bisschen Zahlen gemacht. Jetzt tu mal körperlich was. Was sie nicht beachten, ist, dass der ATP-Gehalt des Körpers durch diese Stressbelastung 2 Sekunden verpasst und ich habe 100 Millionen in den Sand gesetzt, weil ich nicht reagiert habe. Ja, das ist extreme Anspannung, das wird unterschätzt. Dann verbrauchen Sie abends noch den Rest Ihres bisschen ATPs, was Sie da haben. Dann machen Sie sich mit dem Sport fertig. Dann kamen die völlig ausgelaugt zu mir in die Sprechstunde und konnten gar nichts mehr leisten, weil der Akku wie bei einer Schnellentladung leer ist und auch nicht mehr aufladbar. Mhm. Man braucht dann bei solchen Leuten ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. Faustregel, viel Stress, gemäßigter Sport, ein Abendspaziergang, eine Runde um das Viertel oder durch den Park, gemütlich, wenig Stress, und man ist sportlich, Sport erhöhen, aufbauen. Also genau gegenläufig diese Kurven machen. Und das ist nochmal ein wichtiger Hinweis auch für die Zuhörer, für den Alltag. Also genau gegenläufig verhalten. Viel Stress, Sport gut kontrollieren, Frischluft ja, draußen sein ja, gute mikronährstoffhaltige Ernährung verwenden und die Sportverausgabung kontrollieren. Urlaub haben, das Ganze umkehren, nicht in der ersten Woche gleich umkehren, eine Woche warten und dann das Ganze gegenläufig machen. Herzlichen Dank.
Gerne. Für das Gespräch. Dr. Med. Kurt Müller war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und kann ich nur dazu appellieren, dass Sie auch Sie bitte Ihren Stresslevel natürlich immer wieder mal rauffahren, aber bitte auch wieder runterfahren und insbesondere am Abends natürlich jetzt nicht nochmals rauffahren, denn das beeinträchtigt letztendlich auch das Cortisol und das ganze Schlafverhalten und. Und irgendwann ist man einfach leer und das sollte es wirklich nicht sein. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.